eindrucksvolle Begegnungen mit den Werken, aber auch mit der Künstlerin. Und damit darf ich auch die Ausstellung Aufsichten, Einsichten. In die Rathausgalerie lud man zur Ausstellung Frauenansichten, deren Urheberin Claudia Stöckel ist. Na, der Ausgangspunkt zu vielen meiner Arbeiten oder den meisten ist eigentlich der Naturbezug. Die Eindrücke entstehen einfach, indem ich in der Natur bin, auf Reisen. Das kann aber auch Literatur sein, in Büchern. Und das wird dann im Atelier umgesetzt, in diesen abstrakten Arbeiten. Es ist eine wunderbare Ausstellung. Ganz, ganz unterschiedliche Techniken mit ganz, ganz unterschiedlichen Motiven, wenngleich das Leitmotiv immer das gleiche ist, nämlich das, dass alle Bilder so ein Stück weit ihren Ursprung in der Natur haben. Und das zaubert schon ein ganz besonderes Flair auch in unser Rathaus. Naja, die Rathausgalerie an sich, glaube ich, hat einen sehr hohen Stellenwert für die Kultur in den Städten, für die Kunst in den Städten, weil wir ja pro Jahr so meistens fünf Ausstellungen haben, immer mit anderen Künstlerinnen und Künstlern und natürlich eine große Vielfalt erhalten in Einblick in das künstlerische Schaffen aus der Region, und das hat schon einen sehr hohen Stellenwert, möchte ich sagen. Und zum Zweiten ist für mich immer das Schöne an der Rathausgalerie, dass wir einfach Menschen erreichen, die vielleicht sonst nicht mit Kunst in Berührung kommen, und im Rathaus, weil sie ins Amt gehen, sehen sie auf einmal Bilder und werden einfach mit Kunst konfrontiert, und das finde ich auch einen ganz besonderen Zugang. Die gebürtige Amstettnerin präsentiert ab sofort im Rathaus Amstetten gleich 54 Exponate den interessierten Besuchern. Auch online darf man sich über die in Allhardsberg wohnhafte Künstlerin schlau machen, und zwar unter www.claudiastoeckel.at. Ich arbeite mit selbst angerührten Farben, das heißt wirklich in der Natur vorkommenden Pigmenten. Und die sieht man an einer Vielzahl der Bilder, sind in dieser Art und Weise entstanden. Zart, fein und solitär, kräftig und aggressiv, monochrom, still und gestisch, die Arbeiten zeigen eine enorme Bandbreite. Und durch das, dass die Künstlerin den Werken ja Titeln gibt und eben sagt, das ist ein Wald zum Beispiel, und wenn man sich dann einlässt drauf auf das Bild und wirklich hineintaucht in die vielen Schichten, die sie übermalt hat, dann kann man vielleicht den Wald am Schluss dann doch kennen. Das finde ich das ganz Besondere an dieser Ausstellung. Das fasziniert mich wirklich an der Künstlerin, und auch diese Farben, die zum Teil ja eigentlich keine Farben sind und dann wieder mit den Farbklecksen irgendwie so diesen Gegensatz auch in der Natur aufzeigen, den Gegensatz vielleicht auch in Menschen aufzeigen, und das finde ich schon echt faszinierend an der Künstlerin Claudia Stöckel. Lassen Sie bei einem Besuch im Rathaus die Werke am besten selbst auf Sie wirken.